Hallo Grillfans, willkommen auf dem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute ein wenig indisponiert, noch ein wenig Kater von gestern, ein unrasiertes Gesicht, die Haare noch ein bisschen auf Sturm stehen, war gerade draußen mit dem Hund. Ich habe nicht mal ein vernünftiges Grill-T-Shirt an, weil das gerade unterwegs ist. Was daraus wird, werde ich euch bei Gelegenheit zeigen, da freue ich mich selbst schon drauf. Dann ist das eine ganz spontane Aktion, weil ich muss Mittagessen machen, bin halt in Urlaub. Ich will dann auch Mittagessen machen. Und ich habe mich dazu entschieden, Hähnchenschenkelchen zu machen. Diese schmeiße ich auf den Portland, lasse ihn ein bisschen räuchern, gebe ihr danach noch ein bisschen Hitze, damit sie kross werden. Dabei einfach nur ein leckerer Salat mit ein bisschen Dressing und das war's. So, wie ich das Ganze mache, das zeige ich euch jetzt. Weil ich natürlich prompt die Kamera ausgeschaltet habe, als ich filmen wollte und jetzt dafür angelassen habe, hier ein kleines Was habe ich gemacht. Ich habe die Hähnchenschenkel bzw. die Unterkeulen komplett mit Magic Dust eingerieben und die dann im Endeffekt eine halbe Stunde lang einfach nur ziehen lassen. So, der Portland XL hat diverse Vorteile. Hier hinten diese Fallsicherung, ich zeige euch das mal lieber. Noch was vergessen. Diese Fallsicherung hier hinten hat den Vorteil, wenn man die einsteckt, hier können die Dinger nicht runterfallen. So, zack, zack. So, habe gerade festgestellt, dass drei Rosse reichen. So, damit die mir nicht hier alles versauen, kommt jetzt einmal die Grillspäne. Komm jetzt drauf. Das ist das Schöne am Portland XL. Der ist ja mittlerweile eckig. Der alte Portland hat ja noch so runde Kanten. Hier passen wenigstens vernünftige Sachen rein. So, kommt direkt übers Feuer. Wenn das Ganze heiß wird, dann fängt es an zu brennen. Des Weiteren kommt hier meine alte Schale mit rein, weil die Hähnchen gleich tropfen werden. So, jetzt gehe ich mir drin mal die Hände waschen, gehe das Thermometer rausholen, damit ich ihn als Raumtemperatur fühle. Und dann wird der ganze Grill so bei, ich denke mal so 120, 150 Grad werde ich ihn einregeln. So, aus 2 Esslöffeln Honig, Moment, jetzt zeige ich euch noch, welcher es ist. Also aus 2 Esslöffeln Blütenhonig, einem Esslöffel Sojasauce und einem knappen Esslöffel roter Sarisha-Soße habe ich jetzt das hier gemacht. Dann nehme ich mir jetzt den Silikonpinsel und dann werden da ein paar Schenkelchen von eingerieben. Das hinterlässt also eine schöne Glasierung durch den Zucker im Honig. B, die leichte Schärfe, die da hinten dran ist. Wie gesagt, das wird ja nur relativ dünn aufgetragen. Also es ist einfach brillant. Also ich hab die Soße gerade mal probiert. Und zuerst dachte ich so, oh süß. Und dann so, oh scharf. Und dann so, oh lecker. So sehen die Dinger jetzt glasiert aus. Ist das nicht phänomenal? Jetzt sind ein paar Minuten um oder ein bisschen länger als ein paar Minuten. So lange war es eigentlich gar nicht geplant. Aber nur, meine Frau war so lange mit dem Hund unterwegs. Jetzt drehen wir mal das Gas schon zu. Was zu, es kann mir nicht um die Ohren fliegen. Aber sieht das nicht geil aus? Oh, da hole ich euch mal mit der Kamera näher ran. Hammer, oder?
Der Grill ist jetzt die ganze Zeit durchgelaufen, bei zwischen 100 und 105 Grad jetzt zum Schluss. Weil meine Frau halt noch nicht da war, habe ich ein bisschen runtergedreht. Sozusagen auf Warmhaltestufe. Jetzt kann ich gar nicht sagen, wie viel Grad es waren. Aber dadurch, dass ich auch glasiert habe, habe ich das schön karamellisieren lassen. Die Dinger kleben ganz schön. So muss das. Und das Schöne an diesen Rosten hier ist, die lasse ich jetzt gleich auskühlen. Und wenn die ausgekühlt sind, kommen die bei mir in die Spülmaschine. Und das war's dann. Damit kein Dreck von draußen reinfliegt. Thermometer aus. Und dann geht's nach drin zu probieren. Da sind sie. Super lecker und die riechen phänomenal. Super saftig, wie man hört. Der Hund will auch was. Der kriegt aber nichts. Einfach brillant. Scharf, süß, lecker. Genauso muss es sein. Und wie gesagt, saftig sowieso. Wenn euch das genauso gut gefallen hat wie mir, würde es mich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Lasst mir einen Daumen hoch da. Einen wohlwollenden Kommentar. Wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt es mir. Lasst bitte nicht einfach nur wieder einen Daumen nach unten da. Das ist blöd, weil ich kann nichts dran ändern, wenn ich nicht weiß, was euch nicht gefallen hat. Ansonsten, macht's gut.